Das Ende ist nah, meine Damen und Herren. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber hier in Köln, ne, gestern, der erste Fall. Die Affenpocken sind zurück. Ja, das geilste Comeback seit Oasis, wenn Sie mich fragen. So. Haben wir auch? So. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal in die Sauna gehen, wenn da mal einer sitzt und macht so, man wird so ein bisschen denkt so, ach, warum macht er das die ganze Zeit? So, bei mir juckt es schon überall, ne? Die Affenpocken sind zurück. Erster Fall hier in Köln bestätigt. Das ist ganz schlimm. Also, die heißen ja auch nicht mehr Affenpocken, sondern die heißen M-Pox. Man hat sie umgenannt, weil Affenpocken klingt einfach so schlimm. Ja? Die nennt man jetzt M-Pox. Für mich klingt das eher wie so ein neues Sportmotorrad von BMW. Ne? Hast du schon die neue M-Pox gesehen? Supergeil, 200 PS. Und so. Aber keine Angst, hier brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich bin nicht ansteckend. Ich habe vorher auch hier das ganze Studio, ich habe alle Sitze persönlich abgeleckt. Es ist alles sauber hier. Ja? Ich habe alle Viren weggeleckt. Machen Sie sich keine Sorgen. So, nur wichtig ist, fahren Sie morgen in den Supermarkt, kaufen Sie Klopapier, Nudeln, Mehl und natürlich Kaviar ist schon knapp. Ja? Kaufen Sie, was das Zeug hält. Und ich freue mich schon drauf, Karl Lauterbach hat sich kurz vor Weihnachten schon mal Weihnachten gegönnt und hat sich jetzt seinen Erstwohnsitz ins Studio von Markus Lanz verlegt. Da wird es demnächst zur Sache gehen.